Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Und wir wollen immer noch nach den Resonanzedelsteinen suchen. Ich muss mal gerade gucken. Looky, looky auf die Map. Denn mir hat jemand in den Kommentaren einen Tipp gegeben, wo ich welche bekommen könnte. Nur, mir hat das überhaupt nichts gesagt. Leider. Ich habe irgendwo wohl nicht aufgepasst. Na, 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 weg. Ich habe irgendwo nicht aufgepasst. Und jetzt muss ich tatsächlich erstmal gucken, ob ich das finde, wo einer sein soll oder einer zu kriegen sein könnte. Und ich mache... Ah, okay, hier könnte einer sein, habe ich gehört. Wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Mir hat der Name nichts mehr gesagt, ich muss mal gerade gucken. Das wäre natürlich echt Kracher, wenn wir den kriegen könnten. Das wäre echt super, dann könnten wir damit weitermachen. So, hier ist nicht so viel an Personal. Was, wer bist du? Ich glaube er nicht. Er schläft nie. Nö. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er ruht nicht mal einen Augenblick. Also gut. Okay, ich gucke. Nein, das ist es, glaube ich, nicht. Ästhetischer Norden. Ich bin mal gespannt. Ich stelle mich bestimmt total dösig an. Bin schon 5-mal dran vorbeigelaufen oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden gucken. Wir gucken mal. Das wird schon irgendwie funktionieren. Aber wir brauchen diesen Resonanzedelstein. Ach ja, das war das. Schwebe nach oben, genau. Juhu. Okay, da sind... Ach ja, hier darf ich ja nicht klauen. Ah! Halt still. Lasst mich euch einmal genauer ansehen. Was? Hast du doch schon. Wonach sucht ihr? Anzeichen des Wahnsinns. Hä? Verlust der Eigenwahrnehmung. Schwarze Flecken im Weiß der Augen. Dokumentierte Hinweise auf Hermaeus Moras fortwährenden Einfluss. Ja, mir geht's gut. Ihr seht gut aus. Zumindest so. Nicht anders als bei unserer ersten Begegnung. Na gut. Wollt ihr nicht wissen, was mit Mirak geschehen ist? Wer? Ach, der. Wer? Ja, wie geil. Ich schätze, ihr habt ihn getötet. Oder Hermaeus Mora hat sich gegen ihn gewandt, als er wie der sichere Sieger aussah. Oder ein wenig von beiden. Solstheim ist von Miraks Einfluss befreit. Okay. Daher dachte ich mir schon, dass ihr alles geregelt hättet. Warum? Gab es irgendetwas Interessantes? Nö, es war nur... Nö. Nö, genau. Nö, nichts Interessantes. Ich habe nur Mirak getötet und Solstheim gerettet. Hm. Was ihr Helden eben so tut, nicht wahr? Ja. Wenige... Wie geil, wie belanglos das für ihn ist. Ja, ja, nur ne, noch diese passt schon. Bücher. Leider habe ich keine weiteren gefunden. Oh, ich schon. Verlorenes Wissen. Ach, kann ich ihm die irgendwie geben? Verkaufen? Hab die Barone gesehen? Ich bin hungrig. Woher kommen Sie? Nein, ich habe nicht gesehen. Kann ich eurer Forschung helfen? Was habt ihr zu verkaufen? Hauptsächlich Stäbe. Das ist meine Spezialität. Ja, und sonst? Nö, nö, nö. 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 Diese Frau ist nie in der Nähe, wenn man sie braucht. Hä? Okay, hier ist definitiv der, den ich suche, gerade nicht zugegen. Ich suche mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Das ist, ich glaube aber, das war die Ecke, wo ich hin sollte. Ich glaube, es war die Ecke, wo ich hin sollte. Oder... Hier sollte noch jemand anderes sein, kann das sein? Oder war es doch er? Nein, aber bei ihm habe ich ja gerade geguckt. Und die Schriftrolle ist... Was? Ach, er fummelt da schon wieder rum. Ja, okay. Also, ist ja schön, dass er es hier hell macht, aber... Das ist nicht, was ich suche.
Das ist alles nicht, was ich suche. Boah, ich möchte hier echt einmal mit dem langen Arm durchgehen. Zack, 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 alles einstecken. Aber nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ups. Euer Ernst. Man muss E drücken, dann schwebt man nach unten. Wenn man einfach nur reingeht, ist man tot. Euer Ernst. Oh, ich glaub's ja nicht. Okay, das ist, ja, ist halt noch von den etwas älteren Spielen. Alter, was ist das denn? Okay. Wo kam er denn weg jetzt? Fällt mir hier einfach ein Skelett vor die Füße, ist ja widerlich. Aber nichtsdestotrotz, ich suche immer noch jemanden. Das ist doch... Okay, der Drache liegt hier immer noch. Trankmischer, könnte sein. Ist es schon wieder so eine scheiß Uhrzeit? 8 Uhr abends, warte mal. 12 Stunden, 8 Uhr morgens. Dann schauen wir mal, ob der Trankmischer um 8 Uhr morgens offen hat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uhr morgens. Nein? Hallo? Warum nicht? Dann warte ich noch eine Stunde. Alter, was? Wann soll denn der offen haben? Abends nicht, morgens nicht. Wann hatten der Öffnungszeiten? Von 12 bis Mittag oder was? So, Viertel vor 11. Hallo? Hallo? 10 vor 12. Mein Gott, so lange schlaf ich nicht mal. Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir es, glaube ich, inzwischen fast 5 vor 1. Hä? Warum macht der nie auf? Oder ist er der Trankmischer? Übt ihr einen Zauber? Das hatten wir aber alles schon. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss mich konzentrieren. Ja. Ja? Und? Das ist Meister Nelots Turm. Er ist ein Telvanni-Zauberer. Habt ihr noch nie von dem... Das ja, Haus Telvanni... Ja, ja, Meister ja. Nelot ist eines der ältesten... Weniger mit. Ich bin Meister Nelots Lehrling. Er und... ehrlich gesagt, es ist... Dennoch habe ich... Entschuldigt, dass ich das mal gerade so ein bisschen radikal übersprungen habe. Ich wollte sehen, ob noch eine weitere Option auftaucht. Tut leider nicht. Ich... Küche. Okay. Küche, der hat eh gesagt, er hat Hunger. Okay, das ist natürlich jetzt 23 Stunden her oder so. Sera? Hä? Hallo? Ich sollte Varona sagen, dass sie Äpfel und Kohl aus Rabenfels bringen soll. Okay, der redet nicht ausführlich mit mir. Eigentlich sollte ich hier, wie gesagt, einen Resonanzedelstein laut, wie gesagt, lieben freundlichen Tipps hier kaufen können. Nur ich weiß nicht wo. Oder vielleicht von dem Typen, der hier sein Lager aufgeschlagen hat vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich den finde. Vielleicht hier? Hallo? Bist du noch da? Nö. Hallo? Oh, ja, schön. Wo darf's hingehen? Schubst mich doch nicht wieder zurück. Hier ist hoch. So, okay, also der ist auch nicht mehr da. Aschenbrot haben wir, na wo toll. Wo seid ihr gekommen? Ach, shit. Ich hatte noch den falschen Spruch im Inventar. So leicht werden wir nicht sterben. So. Und so. Und ihn noch. Ja, wir. Jawohl. Das wird euch eine Lehre sein. Alles klar, läuft. So weit, so gut.
Ja, da ist überall noch Nierenwurz. Das ist schön. Das haben wir schon 5-mal eingesammelt hier an der Stelle, glaube ich. Aber wo... Das gibt's doch nicht. Bin ich doof? Also, ja. Ich weiß, ihr schreit jetzt alle, ja, ist schon gut. So war es nicht gemeint. Einfach nur, weil ich die Person nicht finde, die hier sein sollte. Okay, das Hängemoos kann ich nicht einsammeln. Irgendwie fehlt mir hier jemand. Okay, da war Küche. Da war er. Da war immer geschlossen. Was ist hier? Haus des Dieners. Ist auch zu. Mitten am Tag. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Hier kann doch nicht alles immer zu sein rund um die Uhr. Ich habe auch keinen Bock, dass wir schon wieder unerlaubtes Eindringen kriegen. Oh, das ist doch nicht wahr. Okay, der Diener... Das ist aber nicht der Diener, das ist sein Lehrling. Was ist denn hier ständig zu? Alter. Aber ich will nicht unerlaubt eindringen. Hallo. Der hat rund um die Uhr geschlossen. Was ist denn das für ein Trankmischer, mein Gott? Der hat den Laden wahrscheinlich schon zugemacht. Also, nicht zu, sondern ganz zu. So insolvent und... ja. Alter, wenn die so um Kundschaft werben, ist kein Wunder, dass sie alle pleite sind hier. Meine Güte. Kein Wunder, dass sie unter einer Brücke nicht, aber in einem alten Baumstumpf leben. Wenn die immer geschlossen haben, das ist doch nicht euer verdammter Ernst. Oh Mann. Ja, ich versuch's. Hä? Aber wenn das in Benutzung ist, kann ich nicht mal hochschweben. Oh Mann. It's magic. Haltet still. Lasst mich euch einmal genauer ansehen. Achso, ja, sorry, Anzeige, das hatten wir gerade schon. Wonach sucht ihr? Bla, bla, bla. Nein. Wollt ihr nicht wissen? Nein. Achso, ja, wusste ich. Nein, nichts Interessantes. Ich habe nur alle gerettet. Ja. Leider so, jetzt nochmal. Keine weiteren gefunden. Hallo? So viel ja, ich aber. Verlorenes Wissen. Ja, schön, darf ich? Ich habe Verona gesehen, ich bin hungrig. Was sind die schwarz? Nein, ich habe Verona daran nicht gesehen. Sie. Sagte, dass ich Kohleintopf mit Apfel und etwas Karniswurzel zu dem möchte. Hey, ich bin nicht euer Diener. Warum macht ihr euch den Tee nicht selbst? Natürlich, Meister. Wie ihr befehlt. Ja, natürlich, wie ihr befehlt. Endlich jemand, der meine Bedeutung hier erkennt. Ja. Wo hab okay. Ich nur... Ach, genau. Taste drücken, unbedingt Taste drücken. Nochmal so in die Hose gehen soll das nicht. Aber was ist denn das, ey? Ich verstehe das nicht. Ihr müsst mir helfen. Wow. Hä? Ich habe einen Aschenwächter beschworen und nun läuft er in blinder Wut umher. Ja. Ich kann ihn für euch zerstören. Danke. Alles gut. Das hatte ich gehofft. Ja. Lass mich in Ruhe, dann mache ich das. Ein guter Tag für euch. Oh. Mit euch kämpft es sich gut. Ach, der ist leer. Okay. Oh. Ja, gut. Dann haben wir hier jetzt auf einmal Quests. Die wollte ich eigentlich nicht annehmen, die Quests, aber ist egal. Hä, redet mit ihm? Wo ist er denn? Sekunde. Sprich mit ihm, ja, und die da wieder willen. Okay. Hier? Nein. Aber... Da war ich doch eben schon drinne. Was ist denn das? Ach nee, warte mal. Hier geht's noch woanders hin. Hoho, warte. Nee, es ist... Hä? Vor allem, welche der beiden Quests ist es jetzt? Die andere taucht überhaupt nicht auf. Kann das sein?
Das ist das Sprich mit Dingens. Die seine andere Dienerin zu finden, taucht überhaupt nicht auf hier. Hä? Okay. Es tut mir leid, Leute. Ich bin verwirrt. Sie ist immer schneller als ich. Egal. Ich habe auch die schwere Rüstung. Oh, Mädel, bleib doch nicht da stehen. Okay, mit... Ah, da ist er. Habt ihr es geschafft? Ist der Aschenwächter weg? Ja, natürlich. Ich habe den Aschenwächter zerstört. Welche Erleichterung. Meister Nelot hätte mich sicher bestraft, wenn er davon gehört hätte. Ich habe leider kein Gold, aber nehmt diesen Stab. Ein Stab? Okay. Habt ihr Varona gesehen? In letzter Zeit nicht. Nelot hält mich mit der Zauberforschung mehr als beschäftigt. Okay. Fragt Elinea. Sie scheint mit Varona befreundet zu sein. Okay. Und was habt ihr zu verkaufen? Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Nein. Er auch nicht. Warte mal, sprich mit Eli. Wo finde ich die jetzt wieder? Hier sind so viele Leute, die ich suche, die ich nirgends finde. Okay. Also auf ein neues. Einmal raus hier. So. Und jetzt Lucky Lucky Karte. Na toll, da wird gar nichts angezeigt. Ausgraben. Achso, sprich mit ihm, vernichte den Wächter, das hat sich schon erledigt. Okay. Na super. Jetzt hat er mir gesagt, mit wem ich sprechen soll und die ist nicht auf der Karte? Hilfe, wo soll die denn sein? Sprich mit dem und dem. Ich sag dir nicht, wo du die findest, aber sprich mit der. Witzig. Das ist gar nicht meins. Alter Leute, wartet mal. Ich muss mal gerade speichern. Ja, überschreiben. So. Und ich will nicht. Ich will ehrlich nicht. Es ist wieder unerlaubtes Eindringen, aber ich muss mal gerade gucken, ob hier irgendwas drin ist. Ach, wenn ich einbreche, kann ich nehmen und nicht stehlen. Hä? Okay. Manches kann ich nicht. Egal. Die ist ja tatsächlich Verdammt hier. Verdammt soll er sein. Er übertreibt völlig. Hä? Schläft die Tag und Nacht, bis man hier einbricht, oder was? Melo, du hast einen festen Schlaf. Ich versuche seit 24 oder 48 Stunden hier in dein Haus zu kommen. Ich musste einbrechen. Meister Nelot, was hat er getan? Dieser Mistkerl hat mir gesagt, dass ich sein Haus reparieren soll. Ja, und? Wenn ich es nicht tue, wird er einen neuen Mykologen suchen, der das übernimmt. Ein Mü was? Seit Jahrzehnten habe ich ihm treu gedient. Und er würde mich einfach so wie den Abfall hinauswerfen. Was benötigt ihr denn, um den Turm zu reparieren? 3 Pfahlwurzeln, die von den Quellgewässern von Harstrad durchnässt sind. Ich bin eine alte Frau. Ich schaffe das nicht. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihr Pfahlwurzeln besorgen, von den Quellgewässern durchnässen lassen und mir bringen könnt, bezahle ich euch dafür. Ja, kann ich machen, okay. Was könnt ihr mir über die Quellgewässer erzählen? Das ist ein ganz besonderer Ort für Zweiglinge. Sie scheinen sich gern dort zu versammeln. Irgendetwas im Wasser zieht sie an. Es könnten sich dort welche aufhalten, also seid vorsichtig. Na super. Okay, habt ihr Varona gesehen? Sie ist vor Stunden nach Rabenfels aufgebrochen. Ah. Sie hat mir versprochen, frischen Blasenpilz mitzubringen. Sehr gut. Endlich ein Hinweis. Wo kann ich ein Pfahlwurzel bekommen? Was glaubt ihr denn? Ihr müsst sie aus einem Zweigling herausschneiden. Manchmal erhält man sie auch bei einem Alchemisten. Alles klar. Wir müssen also wieder töten. Was tut ihr? Bla bla... Was habt ihr ich zu verkaufen? Ich habe das beste Pilzangebot weit und breit. Das klingt echt eklig. Hängemoos, Knochenmehl. Wie geil, sie hat das beste Pilzangebot. Hängemoos, Knochenmehl, Lavendel,
eine Nordranke, eine rote Bergblume und Trollfett. Okay, ich gebe jetzt jedem eine Minute, um da einmal drüber zu besinnen und mir zu sagen, was die gute Frau nicht hat, was sie angekündigt hat. Als Riesenangebot. Entschuldigung, ja, okay. Alter Falter. Ja, 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 komm, ich gehe jetzt hier auch raus. Tja, noch was? Was, wie noch? Jetzt stehst du draußen? Dein Ernst? Alter, die Alte pennt 48 Stunden am Tag und die Nacht dazu. Die ganze Zeit nur in ihrem Loch und hat verschlossen. Wie soll man denn an so eine Quest rankommen, wenn man da nicht reinkommt? Alter, wisst ihr was? Ich weiß, das gehört sich nicht. Oh, die Küche ist auch... War die nicht eben auch zu? Verdammte Asche. Egal, wie gut ich das... Habt ihr Verona gesehen? Ist schon Teezeit? Nun, da muss ich Nelod wohl ein wenig gedulden. Verona ist nach Rabenfels gegangen, um Vorräte zu beschaffen. Okay. Ja, gut, das war jetzt super. Das... Azura, erhelle euren Weg. Oh Mann. Alles klar. So weit, so gut, ihr Lieben. Wir sind auf chaotische Art und Weise tatsächlich einen Schritt weitergekommen. Natürlich nicht in Richtung Resonanzedelstein. Nur in Richtung Verona? Okay, also Rabenfels ist ein Stückchen weiter. Aber gut, wir gehen mal gucken. Sie hat es anscheinend nicht besonders weit geschafft, befürchte ich. Ich hoffe, sie sitzt da nur am Wegesrand und hat sich verlaufen. Sonst wird das wieder so eine Trauerquest. Egal, wir schauen mal nach. Wir schauen mal nach. Der Typ ist auch immer noch weg. Also irgendwie ist alles, was ich immer haben will und suche und brauche, ist immer verschütt. Da! Oh nein! Sie ist wirklich nicht weit gekommen. Der Schlüssel, Gold, feine Kleidung, feine Schuhe. Ja. Tut mir leid. Das, ja. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Sie ist nicht sehr weit gekommen. Ich hatte jetzt gehofft, ich kann nach Rabenfels reisen und sie da treffen. Nein, nein, so weit ist sie nicht gekommen. Was heißt weit? Ich meine, Rabenfels ist am anderen Ende der Insel und sie ist hier nicht mal durch den Pilzwald gekommen. Das ist, schade. Schade. Wirklich tragisch. Das macht mich jetzt so ein bisschen traurig. Für eine Sekunde. Alles klar. Okay. Was mich jetzt aber viel, viel, viel mehr interessieren würde. Wo kriege ich die Resonanzedelsteine her? Also, tut mir total leid. An meine liebe Kommentarschreiberin. Es tut mir total leid. Wahrscheinlich habe ich es hier total verbockt. Aber vielleicht bin ich auch an der falschen Ecke. Ich bin ja manchmal schusselig. Aber ich habe keine Ahnung. Habt ihr Verona schon gefunden? Ja. Ich könnte jetzt wirklich einen Tee vertragen. Ja, ja, ja. Ich habe leider keine Ahnung, wo die Person sein soll, wo ich da einen Resonanzedelstein kaufen kann. Ich stehe mal wieder total auf dem Schlauch. Es tut mir leid. So, wir wollen weitersprechen. Verona ist tot. Tot? Ja. Wie ärgerlich. Wie ist sie gestorben? Sieht nach einem Aschenbrutangriff aus. In letzter Zeit tauchen hier immer mehr von diesen Dingern auf. Dann werdet ihr mir wohl einen neuen Diener suchen müssen. Was? Probiert es in Rabenfels. Dort verehren mich die Leute. Ich bin mir sicher, dass fast jeder gerne in meinen Diensten stehen würde. Wie gut, dass du nicht eingebildet bist, Alter. Ihr könnt mir nicht einfach Befehle geben. Was springt für mich dabei heraus? Was für eine Art Person stellt ihr euch denn vor?
Ich schwanke so ein bisschen zwischen den unteren beiden. Ja, komm, fragen wir einfach nur, was für eine Art Person stellt ihr euch denn vor erstmal? Hervorragende Frage. Sobald es sich herumspricht, wird es eine Menge Interessenten geben. Ja, sicher. Jemand mit genialem Verstand, robustem Körperbau und blindem Gehorsam wäre ideal. Oh, und die Person muss wissen, wie man Tee zubereitet. Ulves verwässert ihn immer. Ja. Alles klar. Und jetzt habe ich... Beeilt euch da mit mir einen... Ja, ja. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie soll man bitte eine Person finden... Wie schön, mit einer... jetzt nicht mehr alle jede Nacht zu diesem... Alter, verfolgst du mich? Ich schätze, ich schulde euch Dank dafür. Also, wie findet man eine Person... mit hohem Intellekt und gleichzeitig blindem Gehorsam? Das schließt sich doch gegenseitig aus, oder nicht? Wer intelligent ist, hinterfragt auch und hat keinen blinden Gehorsam. Das ist doch... ist doch eigentlich Paradoxon, so eine Person, wie er sucht, oder? Naja, egal. Kommt, dann machen wir uns mal kurz auf. Nach Quest. Na, also, ja. Des und... warte auf die Nachricht und finde neuen Diener. Okay. Okay, today. Der wird mir auch nicht angezeigt. Habe ich Tomaten auf den Augen? Nee, ne? Hier sind keine Pfeile. Hallo? Alter, das ist echt eine Herausforderung hier. Ich meine, nicht, dass ich da was gegen hätte, aber irgendwie, es war schon mal leichter. Okay, dann machen wir jetzt erstmal in Rabenfels weiter. Und suchen nach einer Dienerin, denke ich. Ich quatsch einfach mal irgendwen an und guck mal, ob irgendwer eine Idee hat. Ob es überhaupt irgendwen gibt, der für ihn arbeiten will, fragen wir mal so rum. Egal, ob intelligent oder nicht. Will irgendwer für den arbeiten und kann Tee kochen? Ist erstmal die Kernfrage. Ich würde sagen, das Was Einfachste... Was glotzt ihr, Fremdling? Ich glotz gar nicht, ich bin nur an dir vorbeigegangen. Fremdblödel. So. Naja gut, Fremdblödel ist er ja nicht, er ist ja von hier. Ja, wir gehen in eine Kneipe. Vielleicht findet man da... Leute... Darf ich mal raten, es ist schon wieder die falsche Uhrzeit, oder? 5 Uhr morgens. Ja, alles klar. 5 Uhr abends. Da könnten vielleicht schon ein paar in der Kneipe sein. Ich probiere es erstmal. Ganz in Ruhe. So. Und. Das war verkehrt. Ich habe die falsche Uhrzeit gewählt, aber ist nicht schlimm. Das war nicht 5 Uhr, das war 3 Uhr nachmittags. 4:05. Warten. Hauptmann Wehlet, schön euch wiederzusehen. An diesem Findling was zu ich euch war wie ein böser Traum. Da ist doch jemand. Willkommen im spuckenden Netz, mein Herr. Wenn ihr einen Wunsch habt, wird Meister Geldes euch gern behilflich sein. Ja, gut, ich halte es für ein Gerücht, aber ich frage einfach mal. Möchtet ihr der neue Diener von Tel Mithrin werden? Und Rabenfels verlassen? Für immer? Um für einen verrückten Telvanni-Zauberer zu arbeiten? Sicher, lasst mich nur noch meine Sachen holen. Aber wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es nicht so wichtig. Ich kann mir neues Zeug besorgen. Ihr scheint mir überaus eifrig. Nun, ich war noch nie jemand, der eine Gelegenheit verstreichen lässt. Tut mir leid, dass ich weg muss, aber meine neue Stelle ruft. Ach, nun macht mal halt. Ihr kennt mich doch. Oh, okay, das war leicht. Sorgt dafür, dass sie so bleiben. Okay, das war leicht. Okay, ich bin die neue Arbeitsvermittlung. Ich suche jemanden, hochqualifiziert, muss alles machen können, muss hochintelligent sein, blinder Gehorsam und dies und das und jenes.
Ich gehe in die nächste Kneipe abends 5 Uhr. Da ist ein Saufkopf, den quatsch ich an. Ey, willst du? Jo, mach ich. Läuft. Das nenne ich professionelle Stellensuche hier. 100 Pro. Alles klar. Ja, gut. Das war definitiv leichter, als ich dachte. Ja, ist doch schön. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Oder? Ach so, ich muss Nelot noch sagen, dass er einen neuen Diener hat. Ich dachte, er wollte sich da gleich hin aufmachen. Warum? Ja, okay. Also ich muss Nelot noch Bescheid sagen, dass er einen neuen Diener hat. Auch wenn der Diener wahrscheinlich eher schon vor ihm steht als ich, so eifrig und hektisch wie er war. Aber gut, das sagen wir ihm beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Also macht's gut, ciao.